Hallöchen, der Captain Knurke hier. Heute mit der Planer Städtebau. Hat nicht wirklich was mit dem Planer zu tun, aber tja, der die Namensrechte hat, kann den Namen auch Titel vergeben. Gut, wir fangen gleich an. Firmenlogo habe ich mir jetzt irgendeins genommen. Knurke Inc. Obwohl, was haben wir noch? Na, hier soll ich wählen. Oder Segel, ja. Gut, Firmenname Knurke Inc. Und dann laden wir uns gleich mal ins Spiel rein. Hallöchen! Hallo, mein Name ist Helga und ich bin deine Beraterin. Unser Ziel ist es, viele Häuser zu bauen und zu einem guten Preis zu verkaufen. Fangen wir an! Zuerst musst du Arbeitergruppen einstellen, um mit dem Bau beginnen zu können. Dann musst du Transportfahrzeuge kaufen, die das Baumaterial zur Baustelle bringen. Es gibt 9 Arten von Baumaterialien. Du erhältst sie in jedem von Tims Lager. Dies sind die preiswertesten Geschäfte, befinden sich allerdings an einem anderen Ort in großer Entfernung zur Stadt. Es gibt Märkte, in denen du alle Materialien auf einmal erhältst. Das wären Joes, Lindas und Bobs Läden. Sie befinden sich näher an der Stadt und führen alle neuen Baumaterialien. Der Nachteil an diesen Läden ist, dass man hier mehr Geld bezahlt als in Tims Lager. Im Augenblick können wir nicht alle Arbeitergruppen einstellen und alle Transportfahrzeuge kaufen, die wir benötigen, weil wir nicht genug Geld haben. Daher sollten wir erst nur ein paar Arbeitergruppen einstellen und uns Daher sollten wir erst nur ein paar Arbeitergruppen einstellen und uns auf Ausschreibungen bewerben, um mehr Geld zu verdienen. Stelle eine Gruppe Landschaftsgestalter ein und bewirb dich für Aufträge auf den Baustellen anderer Firmen. Machen wir doch glatt. Das sieht nach Arbeitern aus. Landwirtschaftsgestalter. Gekauft. Kostet 500. Ja, kein Thema. Einstellung abgeschlossen. Da haben wir doch schon mal einen. Das heißt, ich klicke mal hier drauf und oh. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wieso ist das so? Hä? Ach. Richtig. So. Gut, also. Verrichtet. Ah, das kann ich hier machen. Ah. Schicken wir sie los. Super. Jetzt stelle eine Gruppe Maurer ein und beschaffe ihnen ebenfalls Aufträge. Maurer. Betonbauer. Maurer. Kosten? Auch 500. Na gut. Kleine Gruppe Maurer. Ja, möchte ich kaufen. So, habe ich gemacht. Ich habe Einstellungen abgeschlossen. Ah, okay. Und jetzt klicke ich wieder ran. Ah, hier. Die können das hier machen. Schicken wir doch gleich mal hin. Super, wir kommen ziemlich gut voran. Jetzt kauf einen einfachen LKW und bewirb dich für Aufträge, Baumaterial zu den Baustellen anderer Firmen zu bringen. Mit dieser Art von LKW kannst du Kieselsteine, Backsteine, Holz und Stahl transportieren. Viel Erfolg! Einen einfachen LKW. Das sieht nach Fahrzeugen aus und wir suchen einen einfachen LKW. Okay. Das ist der. Der kostet 9000. Okay, 40.000 haben wir, das können wir uns leisten. Jawohl. Das heißt, ich klicke jetzt einfach wieder hierher und sehe, hier wird Stahl gebraucht. 7.115. Wir können uns ja eigentlich Zeit lassen, aber das sind die Entfernungen. Die sind ziemlich krass, finde ich. Wir nehmen mal den Mittelweg hier. Super! Schau dir nun die aktuellen Baustellen an und kümmere dich darum, dass alle Bauschritte abgearbeitet werden können. Stelle, wenn nötig, Personal ein oder kaufe die benötigten Fahrzeuge. Bitte beachte, dass die verschiedenen Arbeitsschritte in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden müssen. Einem Schreiner zu einer Baustelle zu schicken, auf dem noch kein Fundament gelegt wurde, macht somit wenig Sinn.
Um einen bestimmten Arbeitsschritt abzuschließen, musst du die benötigte Menge Baumaterial liefern und einen qualifizierten Arbeiter dort haben. Lass uns insgesamt 50.000 Euro verdienen, indem wir unsere Teams auf den verschiedenen Baustellen arbeiten lassen. Okay, das heißt 18.000 brauchen wir. Was hast du denn jetzt noch zu bieten? Den schicken wir ja los. Was haben wir hier? Der Bauleiter wartet auf einen Bewerber, der Türen und Fenster einsetzt. Türen und Fenster. Metallbau sind es nicht. Schreiner könnten das. Ah, Gruppe Türen und Fenster. Kostet 500. Nehme ich. Ach, Moment. Wir müssen ja warten, bis die Schritte. Ne, die sind ja erledigt. Das heißt, theoretisch. Oder ist das hier das Material, was die brauchen? Das ist eine gute Frage. Ne, das riskieren wir noch nicht. Wir gucken. Na, rechte Maus, das muss man sich erstmal dran gewöhnen. Hier ist ja auch noch eine Baustelle. Ja, Bauarbeiter dürfen wir ja haben. Schicken wir die mal dahin. Was haben wir hier? Ach ne, wir müssen erstmal abwarten. Bis die Schritte gemacht werden. So, haben wir noch was? Haben wir alles geliefert? Dann wird hier schon dran gewerkelt. Das ist schön. Ja, dann schicken wir hier gleich noch einen LKW los. Und hier. Kann er gleich weiterarbeiten, der Kleine. Ah, wen haben wir denn hier oben? Na, setzen wir gleich unsere Arbeiter wieder ein. Sehr, sehr schön. So, wie weit sind die hier? Betonarbeiten. Na klar. Die haben wir doch hier gehabt. Eingestellt. Und losgeschickt. Was kommt danach? Für Schreinerarbeiten. Könnte man theoretisch gleich schon holen. Kosten die alle bis 500. Das ist ja dann kein Problem. So. Oh, was ist das? Tagesbericht. 13.700 eingenommen. Ah, hier. 13.780 eingenommen. 19.000 ausgegeben. Okay. Na, das macht ja nichts. Wir haben ja auch neue Arbeit eingestellt. Da kann sowas mal vorkommen. So, was wartest du denn, mein Freund? Ach, auf meine Lieferung. 4 Stück schicke ich gerade, denke ich. Okay. Was haben wir hier? Ja. Und weil wir so frei sind, schicken wir auch gleich noch die anderen los. Was kommt denn danach? Maschinenarbeiten. Okay. Können wir auch gleich mit einstellen. Metallbauer, Schreiner, Türen, Maschinenarbeiter. Genommen. Zack. Und das sind Erfahrungspunkte. Okay. So, hier müssten meine Kollegen schon ankommen. Und das waren die Maschinen. Genau. Schickt man dann auch gleich hin. Damit wird das Ganze hier abgeschlossen. Wie sieht es hier aus? Lieferungen sind noch nicht genug da. Ich habe ja ein Fahrzeug. Oder was war das jetzt? Oh, ich glaube, ich habe das jetzt abgebrochen. Ne? Verdammt. Das war dumm. Da müssen wir aufs Fahrzeug warten. 4 von 4, okay. Was gibt's hier? Können wir gleich losschicken. Okay. Das müssen wir hier nochmal machen. Leider. Ich hoffe, wir haben dadurch nicht das gesamte Geld verloren. So, was brauchst du? Auch Lieferungen. Das ist alles nicht so schön. Und hier sind wir ja eigentlich fast fertig. Der Bauleiter benötigt Farbe. Betonmischer. Tür und Fenster. Was kostet der denn? 6.000? Na. Nehme ich doch. So, du brauchst Farbe? Bring ich dir. Halt, Moment. Nur mal gucken.
Was gibst du mir denn? 4800? 500 gespart. Die Strecke ist aber auch ziemlich. Ja. Wir sind von der schnellen Truppe. Es sind ja viele, die transportiert werden müssen. So, hier wird jetzt gewerkelt, genau. Was haben wir hier? Der braucht auch was. Was brauchst du denn? Beton. Ach, egal. Wir haben's. Wir haben's doch. Betonmischer für 9000. Ist gekauft. So, halt hier. Das ist die Baustelle, wo ich hin will. 10.800 bietest du mir. Da ist der. Dann nehmen wir den hier. Da verdienen wir das Doppelte dran. Das ist gut. Das gefällt mir. Oh. Hat sich gleich daneben noch jemand hingesetzt? Da schicken wir doch gleich unsere Leute hin. So, wir wollen ja das Monopol haben. Was gibt's hier? Du brauchst auch Lieferungen, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, die Lieferung kann man ja schon machen, ne? Was ist das? Hier, mach. Fahr es aus. So, wie sieht's hier aus? 0 von 9. Da kommt aber gerade schon mein Fahrzeug an und bringt. Wie viel bringt er denn? 5, okay. Hier wird auch eine Lieferung gebraucht. Hier wird auch noch geliefert. Ach, das bringst du. Was haben wir hier noch? Da können wir gleich die unsere Fensterbauer reinschicken. Sehr schön. So, wie es aussieht, haben wir ja ziemlich miese gemacht. Ja. Und zwar total. Gut, ich wird wohl Zeit für einen Aufschwung. Wir haben ja von allen etwas. Können wir das ja eigentlich sehen? Nee. Schade. Schade. Ja, wie kriege ich das wieder weg? Ah, rechte Maustaste. Gut, da haben wir Geld verdient. Die sind alle noch unterwegs. Ja, LKW sind aber so teuer. Sonst würde ich ja einfach mal losschicken und die warten noch. Du brauchst Handwerker, die. Ne, die warten auch noch. Aber da kommt doch noch Farbe. Was? Ah, der kann bloß eine Farbe transportieren. Hier ist der Betonmischer. Der ist doch für hier, oder? Nee. Wir können es doch schneller laufen lassen, richtig? Richtig. Dann müssen wir da nicht so lange warten. Also ich würde sagen, den Part hier machen wir, bis ich die 50.000 zusammen habe. Mal gucken, wie groß der Part dann wird. Ah, hier wird jetzt gebaut. Und ja, schicken gleich unsere Leute los. Was wird denn hier benötigt? Metallarbeiter. Ne, die habe ich noch nicht. Die können wir gleich holen. Die hier. Die kosten ja bloß 500. Das können wir uns vielleicht gerade so leisten. Und dann schicken wir jetzt auch die Metallarbeiter hierher. Yeah, baby. So, was haben wir hier noch? Dann können wir hier den Betonmischer rausschicken. Für... Ja, es soll schneller gehen. Also fahr mal. Da können wir gleich unsere... Was? Ach, Tagesbericht. Ja, diesmal haben wir mehr eingenommen. Und wir sind auf einem guten Weg. Das heißt, ich werde jetzt nichts mehr, keine einstellen und nichts mehr kaufen oder irgendwas. Halt, wir sind erst bei dem Schritt. Da können wir das noch nicht machen. Aber die werkeln schon fleißig. Was brauchst du denn hier noch? Oh, super, das Team hat genügend Erfahrungspunkte gesammelt, um ein besseres Team gleicher Art freischalten. Um ein besseres Team gleicher Art frei zuschalten. Ab sofort kannst du das folgende Arbeiterteam einstellen. Mittlere Gruppe Landschaftsgestalter. Nö, braucht man nicht. Ich will jetzt keinen einstellen. Ich will halt die 50.000 erreichen. Das ist ja das oberste Ziel. Und, ich stelle doch nochmal welche ein. Und zwar die Gärtner, weil die haben wir nämlich noch gar nicht. Okay. Weil dann wird hier mal ein Gebäude abgeschlossen. Und 500 haben die gekostet und hier kriege ich ja 1000.
Also passt das schon. So, hier. Das können wir gleich machen. So, jetzt warten alle nur noch auf Lieferung, ja? Super, dass die mit genügend Erfahrungspunkte gesammelt haben, um ein besseres Team. Okay. Was? Die Gärtner haben so schnell Erfahrungspunkte gesammelt? Moment mal. Kleine Arbeitergruppen. Ich habe davon jedem bloß einen. So sieht es aus. Wer weiß. So, verdammt. Die wollen alle nur noch Lieferungen haben. Aber wir sind bei 45.000. Das heißt, wir haben es ja damit fast geschafft. Hier können wir gleich losschicken. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Was brauchst denn du? 11 dauert mir zu lange. 7. 11. 12. Die brauchen alle so viel. 14, das dauert ja ewig. 12. 14. Naja, super. Gut, schicken wir hier gleich mal Beton los. Ist egal. Der nächste ist der hier. Wir brauchen ja nur 5.000, das heißt eigentlich könnte ich jetzt abwarten. Was haben wir hier? Achso, da liefere ich gerade, okay. Aber hier können wir Arbeiter losschicken. Was für alles andere hat die schon, Leute? Blöde Kuh. Gut gemacht, es ist Zeit, die Stadt zu verschönern. Stelle eine Gruppe Gärten ein, sofern du noch keine eingestellt hast, und baue in der Nähe des Stadtzentrums einen Park. Ach, wir haben es geschafft. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit dem Tagesbericht. Tschö, tschö.